Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen heute. So, ich habe hier ein Stecki von einer Vanillepflanze im Reagenzglas. Das haben wir damals mal gestartet gemeinsam, wenn ihr euch daran erinnert, auch in dieser Styroporbox. Ja, diese Dinger, die hingen einfach mal so im Aquarium rum. Es gibt sie immer noch, aber kein Wachstum. Ja gut, Wurzeln sind gewachsen und das war's. Stillstand, Ende Gelände. Diese sind genauso alt, die haben wir ja damals dann aus der Styroporbox raus, eingepflanzt gemeinsam hier in diesen Lechuza-Würfel, nein, nicht in den Würfel, sondern in den Topf, der da drin steht. Und sie stehen hier, ich zeige auch ganz genau, wo sie gleich stehen, am filterlosen Aquarium unter, oder neben, ja, man könnte auch sagen, unter der North Point LED. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Lechuza-Würfel steht mit den Vanillepflanzen drin, unseren Stecklingen, die wir bewurzelt haben im Wasser, im Rheinwasser wohlgemerkt. Da stehen sie. So, und jetzt kannst du gleich auch sehen, wo das Licht ist, womit die Pflanze versorgt wird. Denn sie wird tatsächlich kräftig versorgt. Das sollte man gar nicht annehmen, ne? Aber es ist definitiv so. Ja, ich bin damals davon ausgegangen, dass Vanillepflanzen, also Orchideen allgemein, gar nicht so viel Licht benötigen. Aber hier steht sie nun mal, wo sie steht. Okay, das dazu. Links oben sehen wir die Sansi 36 Watt LED und rechts sehen wir diesen Balken. Das ist die North Point LED. Ich weiß gerade nicht, was die hat. Ich muss gleich mal nachgucken, dass wir das mal so schon mal mitnehmen. Und ich werde jetzt auch mal den Lux-Wert messen. Ich weiß, Lux-Wert gibt keine Auskunft darüber, was für ein Licht man hat, aber doch einen Wert in dem Sinne. Die Pflanzen machen sich prächtig, muss ich sagen, sind rasant gewachsen und dementsprechend, wenn etwas mal positiv läuft, dann nehmen wir natürlich auch die Werte mit, um zu wissen, wie die Pflanze gegebenenfalls optimal versorgt ist. Wobei es natürlich auch sein kann, dass dieses optimal vielleicht erst vor kurzem gewesen ist und vielleicht langsam gar nicht mehr optimal ist, weil eine Pflanze zeigt einem das nicht sofort. Das kann unter Umständen ein paar Wochen dauern. Von daher, aber trotzdem nehmen wir die Werte mit. Wie das jetzt aussieht mit den Vanillestecklingen. Ja, wir werden ganz tief in die Materie heute eintauchen, was die Vanille angeht. Okay. Ein schönes Bild, ja. Also ich mag das mit dem Kontrast jetzt, ne? Von vorne weniger Licht, von hinten mehr Licht. Es sieht schon toll aus. So, und die Pflanzen sehen vor allem toll aus. Und auch hier ganz gezielt, ganz klarer Fall, viele Stecklinge dann in einen Topf gepflanzt, damit wir ja, schnellstmöglichst auch viele Triebe bekommen. Denn die Vanillepflanze ist bekannt dafür, dass sie eintriebig wächst. Ne? Kann auch mal verzweigen, aber eher seltener. Ja, das ist der Würfel von Lechuza. Übrigens sind die Dinger total klasse, weil, ja, man kann so viel mitmachen. Ich meine, wir kennen die Geschichte schon, wollen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber trotzdem toll. So, dann holen wir den Topf jetzt mal raus. Glücklicherweise haben wir hier auch einen durchsichtigen Topf, dass wir auch die Wurzeln sehen können, denn das ist mit das Allerwichtigste. Hier sieht man, sie ist schon sehr stark herausgewachsen. Das Weiß hier ist ein Vlies, was ich damals unten reingelegt habe, damit das Substrat hier das Mineralische nicht durchrieselt durch die Löcher. War so einfach, weil ich es gerade hatte, zur Hand. Hier sieht man Wurzeln. Hier oben sieht man Wurzeln, also das klappt wunderbar, auch hier, da, ne, das sieht also richtig okay aus, da gibt es nichts zu meckern oder dergleichen. Was jetzt aber natürlich relevant interessant ist für uns, ganz klarer Fall, es sind die Werte des Wassers. Und wir sehen jetzt die Steckis, die wachsen aufrecht, Moment, aufrecht, aber nur bis zu einer gewissen Zeit, wenn sie dann zu schwer werden, dann machen sie das, was der hier macht. Der ist nämlich jetzt vor kurzem einmal mal runtergekippt, aber das ist wie gesagt auch normal. Denn ja, sie machen halt keinen Stamm, es sind Ranken und dementsprechend ranken sie dann natürlicherweise auch. Wobei man sie auch stäben kann, also das ist durchaus denkbar und möglich. Aber ich habe sie tatsächlich bei uns, nee, eine haben wir in, im Botanischen Garten, wollte ich gerade sagen. Bei uns im Dschungel, den leite ich so ein bisschen nach oben zumindest. Ne? Das ist dann die älteste Pflanze. Okay, ich ermittle just die Werte, dass wir die auch mitnehmen können. Ah, ist schon klasse, wie die sich hier entwickelt haben. Also echt fantastisch. Ein paar Minuten später, ich habe die Geräte schon mal reingehangen hier. Schauen wir jetzt mal, wie das aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt eine Momentanaufnahme, von der wir gegebenenfalls einen Rückschluss draus ziehen können. Micro Siemens 570, das ist okay. Also nicht überversorgt. Ja, pH-Wert ist knapp bei 4. Ich würde sagen, das ist dann jetzt so doch mal langsam die Grenze. Ne? Deswegen sagte ich vorhin zu Anfang schon, es kann durchaus sein, dass der optimale Punkt vor kurzem gewesen ist und das Ganze eben jetzt rückläufig ist.
Also hier ist tatsächlich mal Water Change angesagt und auch einmal durchspülen, wie wir das eigentlich schon kennen. Trotz alledem werden wir das gleich gemeinsam machen. Ja, um euch das zu zeigen, ne, logischerweise. Warum habe ich hier die Abdeckung nicht drauf? Ganz einfach, weil ich dann einfach hier drauf drücke und sehe, ob da noch Wasser drin ist oder nicht. Denn die Dinger, die klemmen manchmal und deswegen habe ich das so. Geht nämlich auch, ne? Die Abdeckung muss dann nicht drauf sein. Also es ist optimal gelaufen bis hierhin. Und heute ist dann das erste Mal tatsächlich, nachdem wir sie eingepflanzt haben, Wasserwechsel angesagt mit Durchspülen. Wir werden es nicht direkt thematisieren, aber wir nehmen es auf jeden Fall schon mal mit. Ich werde das Wasser also nicht weggießen, sondern in eine saubere Box füllen hier. Und gegebenenfalls, wenn denn irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich wollte es halt nicht hier jetzt weggießen irgendwie, sondern vielleicht doch verwenden. So, okay, dann stelle ich die Box erstmal weg, dass ich das Wasser auf jeden Fall habe, für den Fall dessen, dass wir gleich noch was machen. Und wenn nicht, vielleicht in einem anderen Film dann. Wir starten jetzt mit dem Wassergepansche. So, wir nehmen zunächst Leitungswasser. Ganz wichtig bei den Vanillepflanzen, das sind ja auch Orchideen. Nur mit Leitungswasser kannst du die niemals nicht versorgen. Funktioniert nicht. Es sei denn, du hast ganz weiches Wasser. Den ja, ne? So, bei uns ist es eben nicht so. Wir haben pH-Wert von 7,5. Abgestandenes Wasser tatsächlich bis 8,5. Also, wir mischen das jetzt. Und zwar nehmen wir jetzt, mal gucken, wo ich hier was sehen kann. Da, genau. 250 Milliliter nehmen wir jetzt. So, 250 Milliliter. In der Regel nehmen wir jetzt 300 Milliliter tatsächlich, aber bei den Orchideen nehme ich nochmal ein bisschen weniger. Auf 1 Liter wohlgemerkt gerechnet. Dann geben wir jetzt den Dünger dazu, und zwar auch den Compo Complete. Wir verwenden den für alles. Ist so. Wir verwenden den alles. Normalerweise nehme ich 1 Milliliter auf 1 Liter. Da kommen wir so insgesamt auf 600 Mikrosiemens ungefähr im Moment. Also nehmen wir jetzt ein bisschen weniger, denn wir wollen das ja nicht zu hoch pushen hier. Denn wir liefern ja auch ständig was nach, wobei die sehr wenig verbrauchen. Ich nehme jetzt einfach mal 0,7 Milliliter von dem Compo Complete. Und jetzt füllen wir den Rest auf mit reinem Wasser. Wo ist denn stehen da? Also bei uns Osmosewasser, kannst du auch destilliertes Wasser nehmen oder sauberes Regenwasser kannst du auch nehmen, ne? Da musst du selber gucken, wie du das machst. Also da kann ich dir aber tatsächlich keine Empfehlung für geben mit dem Regenwasser, weil jeder hat anderes Regenwasser. Er sagt wahrscheinlich, wieso? Regen kommt doch vom Himmel, ist doch alles dasselbe. Ja, denkst du. Nee, nee, es kommt darauf an, wo das Wasser vom Himmel fällt. Ne? Gibt ja auch Verunreinigung in der Luft tatsächlich, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ganz wichtig, Verunreinigung auf Dächern, ganz wichtig. Verunreinigungen in den Behältnissen, wo das Wasser gesammelt wird, ganz wichtig. Und so weiter und so fort. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache es eben nicht, ich nehme kein Regenwasser, weil mir das einfach zu riskant ist. Ne? Ich möchte gerne auf der sicheren Seite sein. Ich möchte meine Pflanzen ordentlich versorgen und nicht vielleicht, dass es gut geht oder so. Ne? Ist halt so. Ja, was man nicht alles zum Umrühren findet. Das war jetzt gar nicht gut, das war nämlich der Dünger. Toll. Oh nee, römisch. Ja, kann ich jetzt nicht ändern, muss ich gleich sauber machen. So, wir haben tatsächlich 460 Mikrosiemens hier drin. Ne? Also immer schön vorsichtig. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir spülen das Ganze durch. Och, Menno. Ich sag dir, du. Ist so, ne? Sonntags. Okay. Also, habe ich jetzt auch alles richtig gemacht? Nichts vergessen? Ich bin mich gerade gar nicht ganz dabei, merke ich. Also, wir spülen das Ganze jetzt durch und fluten das in dem Sinne auch. Ne? Steht er hier in seinem Lechuzer Würfel im Topf. Beobachten kannst du, dass es nicht überläuft. Mal gucken, ob das müsste aber eigentlich alles reingehen hier. Müsste eigentlich, jawohl. Siehst du wohl. So, kippt man den ganzen Liter hier rein. Und dann lasse ich jetzt eine Zeit lang erstmal stehen. Und indessen gucken wir uns was anderes an oder erfahren etwas anderes oder wie auch immer. Ich habe jetzt auch nichts vergessen. Irgendwas war noch, aber egal. Komm. Wir sehen das Ganze gleich auf jeden Fall nochmal wieder. Die North Point, ich habe gerade nachgeguckt, hat 22 Watt. So, dann halten wir jetzt mal unser Messgerät hier drüber, das Lux-Messgerät. Ich werde es dir sagen, weil ich kann das nicht zeigen, ist das zu viel Hampelei. Hier sind wir knapp über 1000 Lux. In dem Bereich jetzt gemessen nach hier so. Ne? Jetzt halte ich das einfach mal nach hier. Hier sind wir jetzt bei knapp 500 Lux, je nachdem, von wo das Licht kommt. Ne? Wie man das dreht, ganz klarer Fall. So, hier unten sind wir schon wieder bei 800 Lux, weil der Winkel natürlich hier. Ne? Das heißt also, hier kriegt er dann unten schon wieder mehr Licht als dann, ne, oben in dem Sinne. Dass wir das mal kurz mitgenommen haben, wie das aussieht.
Wie sieht es denn eigentlich jetzt am Fenster aus? Allerdings, ja, da kann ich jetzt natürlich schlecht gucken. Ich halte ihn einfach mal so. Wir sind jetzt bei 1000, ja, knapp 1100 Lux, so Entfernung von 50 cm. Also kommt auch nicht viel an. Im Moment von draußen, ne? Ist bewölkt. Wobei jetzt kommt gerade ein bisschen mehr Licht tatsächlich auch. So, in der Regel haben wir natürlich draußen viel mehr Licht. Ganz klarer Fall. Das ist logisch. Ne? Aber ist auch abhängig davon, wie viele Wolken unterwegs sind. Ne? Ist nicht immer gleich. So, das hätten wir dann schon mal. Ich bin am Überlegen, ob wir die andere, da hängt ja auch noch eine. Ja, das Licht ist jetzt auch Banane. Da ist sie, die Vanillepflanze. Ja, wächst kräftig, ordentlich, schöne, lange Luftwurzel macht sie. Wir haben sie ja auch schon zurückgeschnitten und jetzt in der Vermehrung. Ja, also ne, mächtig gewachsen, muss ich sagen. Und das tatsächlich hier auch direkt an der Sansi 36 Watt LED. Also die Vanille selber, die kann das ab. Gut, das kriege ich jetzt vielleicht nicht ganz so drauf, weil das blendet vom Hintergrund her, aber ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Also Pflanze geht es richtig gut, sonst wird sie auch nicht so wachsen. Ne? Im Gegenzuge dazu steht hier noch eine Efeutute, das ist die Enjoy. Die mag das gar nicht. Und, oh, guck dir das mal an, es sind schon einige Blätter jetzt auch tatsächlich, die ich schon abgenommen habe. Also die mag das starke Licht nicht. Im unteren Bereich sieht sie sehr gut aus, muss ich sagen. Die ist also auch schon bis da unten hingewachsen. Jetzt tatsächlich bis zum Bokashi-Eimer hier unten schon. Da sieht sie richtig gut aus. Ne? Aber hier oben das starke Licht, das mag sie überhaupt nicht. Die Efeutute wohlgemerkt. Ne? Aber die Vanillepflanze, boah, der gefällt das richtig gut, interessanterweise. Gut, das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Ja, ich werde auch mal nachmessen. Ich hole mir gerade das Wasser hier raus. Ja, einfacher geht's nicht, ne? Damit wir gleich mal nachmessen können, wie das hier bei der Vanillepflanze aussieht. Wir kommen zu den Werten. So, pH-Wert ist okay, 5,1 und Mikrosiemens-Wert ist auch okay, knapp 370, also gibt es nichts zu meckern. Ich muss dazu allerdings sagen, in dem Raum hier gieße ich zwischendurch auch einfach mal einen Schluck reines Wasser, also Osmosewasser rein. Das ist halt so. Ne? Auch hier werden wir jetzt einmal frisch das Ganze fluten tatsächlich. Mit der gleichen Variante, die wir vorhin angesetzt hatten. Also gebe ich hier auch den ganzen Liter rein. Du weißt ja mittlerweile, dass da nichts überlaufen kann. Einfach über den Topf, nicht über den Topf, über das Substrat einfach reinlaufen lassen. Und ich lasse das jetzt tatsächlich bis morgen stehen. Ne? Bis morgen und dann sauge ich es wieder raus. Kleinen Schluck hinterher gießen, dass sie gut versorgt sind, wieder für etwas längere Zeit und dann ist das okay. Ja, gut, dann haben wir sie tatsächlich versorgt gemeinsam. Die Vanille-Orchideen. Kurz nochmal hier zu dem Licht. Hier ist jetzt so, dass wir den Strahl ja direkt neben der Pflanze haben und ich habe hier gemessen 8000 Lux. Hier ungefähr noch 3000, hier noch 2000, nur mal so am Rande mitgenommen, was die Pflanzen abkönnen. So, zu dem Wasser noch ganz kurz. Ich werde zumindest mit euch schon mal was machen. Und zwar werde ich das verdünnen. Ich gucke mal eben, ich würde sagen, das ist ungefähr von der Menge her, ja, 2/3 im Prinzip, gebe ich jetzt reines Wasser dazu. Wieso, weshalb, warum? Ja, ich habe so einen kleinen Gedanken. Mal gucken, ob das realisierbar ist oder nicht. Dazu muss ich jetzt aber warten, weil das muss miteinander reagieren. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, ich werde später nochmal weiterfilmen. Denn das interessiert mich jetzt doch, ob das möglich ist oder nicht. Hat jetzt zwar nichts mit der Vanille zu tun, aber trotz alledem. Ja, okay. Ich gehe jetzt erstmal in die große Pause. Gehe erstmal baden und werde dann noch ein bisschen wegfahren und nachher und heute Abend dann den Rest dann mit euch filmen. Ja, genau. Also es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Mal kurz im Arbeitsraum. Hier haben wir die Vanille-Stecklinge hängen, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich damit mache. Und die sind dann hier in der Tüte gelandet. Ja, und sie bewurzeln schon hier selbstständig, ohne dass ich irgendwas machen muss. Auch mal interessante Sache. Aber das nur kurz nebenbei gesehen. Die Geschichte kennen wir eigentlich. Ich lasse mir noch irgendwas einfallen, was wir damit machen. Denn eigentlich hatte ich sie zum Test für die beiden hier. Und zwar einmal mit dem unter Druck gesetzten Wasser und einmal ohne. Aber beides auch Dingsbums, reines Wasser, ne? Osmosewasser. Läuft so schon mal ganz gut. Eben rausziehen, vielleicht kann man hier ein bisschen was sehen. Ja, guck mal, ne? Das läuft schon mal ganz gut.
Aber das nur kurz nebenbei gezeigt. Und hier steht die andere Vanillepflanze auch hier in dem Lechuza-Würfel. Ja, die ist schon mächtig groß geworden. Die haben wir schon einige Male zurückgeschnitten auch und damals immer mal nach unten gebracht. Dann wuchs sie wieder hoch, wieder nach unten gebracht, dann wuchs sie wieder hoch. Dann haben wir sie einfach mal wachsen lassen und vor kurzem habe ich mal ein Stück abgeschnitten, weil jemand was haben wollte davon. Den habe ich dann hier wieder abgeschnitten. Ja, und mal gucken, wo er dann jetzt demnächst wieder austreibt. Das kann ich jetzt noch nicht erkennen, aber das mal kurz so gezeigt, wo das Schätzchen hier steht. Müsste ich eigentlich auch mal checken. Nee, muss ich nicht. Ich kann auch einfach in der Variante das so machen, wie wir das vorhin gemacht haben. Dann ist das Schätzchen auch wieder ordentlich versorgt. Einige Stunden später, wir haben jetzt schon Abend. Ja, die Vanillepflanzen. Ich hoffe, ich konnte jetzt die mehr oder weniger Geheimnisse lüften, wie sie am besten wachsen, was sie brauchen. So, und zum Schluss kommen wir noch mal kurz zu dem Wasser, was ich ja verdünnt hatte dann tatsächlich. Und wir haben einen pH-Wert von 5,2 Mikrosiemens-Wert, gucke ich mal eben. Ich halte das Gerät mal rein hier. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt drauf. Ja, so bei 200, knapp 210. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt nochmal halbieren, dann haben wir rein theoretisch fast perfektes Wasser für Karnivoren. Rein theoretisch. Die Vanillepflanzen. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir tatsächlich die größten Geheimnisse gelüftet, wie sie am besten wachsen können. Viel Licht, mäßig Nährstoffe, einen niedrigen pH-Wert, also nur Leitungswasser wird nicht funktionieren. Und ja, das war es eigentlich schon. Und natürlich, klar, ordentliches Medium, wo sie drin wachsen können. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben jetzt mineralisches Substrat in Erde. Ja, ist ein bisschen tricky, weil die Wurzeln auch sehr viel Sauerstoff benötigen. Also da muss man schon gucken, dass man von Zeit zu Zeit entweder Substrat lockert. Nicht entweder, sollte man schon machen. Ne? Also wenn du jetzt einen Topf hast, beispielsweise drückst du den einfach mal so ein bisschen, dass das ein bisschen auflockert. Und wenn die Pflanzen dann rausfallen, dann weißt du schon mal, du hast Wurzelfäule. Also dann sowieso einen Neustart machen mit den Pflanzen, die du da noch hast, also mit den Resten. Ne? Neu bewurzeln, stecke ich so machen und dann kannst du dich später wieder einpflanzen. Aber auch, egal ob in Erde oder mineralischen Substraten oder auch im Wasser, wichtig ist, das gegebene Medium zu spülen oder zu wechseln, je nachdem. Ne? Also das heißt, Wasser mal wechseln, wenn sie im Wasser stehen, und wenn du jetzt mineralisches Substrat hast oder Erde hast, dann durchspülen, also auch Erde tatsächlich durchspülen. Aber hier, wie gesagt, nicht mit Leitungswasser. Wenn dann im Verschnitt mit reinem Wasser, was das ist, wissen wir mittlerweile, Osmosewasser, destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser oder eben sauberes Regenwasser. Und dann ist man da auf der sicheren Seite, dass es den Pflanzen wirklich gut geht. Und wie gesagt, mäßig düngen, also nicht nach Angaben des Herstellers, wenn man jetzt eine Flasche hat zum Beispiel, unabhängig davon, egal welchen Dünger man hat, und im Haus auf jeden Fall keinen organischen Dünger verwenden, denn das lockt alles Mögliche an. Und egal ob in Erde, nee, eben nicht, im Wasser sowieso nicht, im mineralischen Substrat sowieso nicht, also organischen Dünger, ne? Also keinen veganen Dünger oder biologischen Dünger und sonstigen Kram. Und in der Erde auch nicht, weil da musst du lebendige Erde haben, wo viele Lebewesen drin sind, hast du nicht gesehen, um diesen biologischen veganen Dünger in dem Sinne umbauen zu können. Und das funktioniert im Haus nicht, definitiv nicht. Irgendwann fängt der Kram einfach an zu gammeln. Ja, und wie gesagt, zwischendurch einfach mal durchspülen. In Erde beispielsweise ist es dann so, dass man dann den Topf irgendwo draufstellt, auf ein Handtuch oder so, um das überschüssige Wasser wieder rauszusaugen. Ne? Im mineralischen Substrat brauchen wir das nicht. Da kann man das Ganze ja sogar im Anstau halten, wie wir wissen, oder aber in der Selbstbewässerung. Und von daher ist das natürlich die einfachste Variante. Aber auch kurz erwähnt, bei mineralischen Substraten anfangs ist der pH-Wert relativ hoch. Das heißt, da sollte man dann schon die ersten zwei, drei Male kürzere Intervalle nehmen, um das Ganze mal durchzuspülen, um dementsprechend ja den Kalk rauszubekommen. Und dann spielt sich das mit der Zeit ein. Das machen wir genauso und von daher weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Heute die Vanille mal wieder nach langer Zeit. Und ja, wie wir sehen, Vermehrung ist ganz einfach. Ne? Stückchen schneiden, in die Tüte packen, ein bisschen Wasser bei. Auch reines Wasser, wohlgemerkt, ganz wichtig, kein Leitungswasser. Und dann fangen die einfach an, Wurzeln zu machen, die Dinger, und dann kannst du einpflanzen. Nein, ist natürlich nicht jetzt das Optimalste, aber das war so, im Prinzip könnte man das theoretisch machen. Ne? Aber wir wurzeln im reinen Wasser, also ne, nur Wasser, ohne Kalk und sonstigen Kram. So, ohne Nährstoffe.
Und beim Düngen, da kannst du auch, wenn ihr Steckis hast zum Beispiel und die einpflanzt, das Düngen erstmal vernachlässigen. Erstmal ein bisschen warten, weil die Wurzeln, die müssen wachsen. Und wir wissen schon, Wurzeln wachsen am schnellsten, wenn sie auf der Suche sind nach Nährstoffen. Und wir wissen auch, Nährstoffmangel kann man beheben. Nährstoffüberschuss, Exitus. Also da bitte ein bisschen aufpassen mit dem Düngen. Ansonsten, wie gesagt, relativ niedrigen pH-Wert und dann funzt das schon. So, okay. Yippie-yay. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Wie gesagt, wir haben schon Abend. Ich werde gleich noch weiter filmen. Dann hier im aquaristischen Bereich, dass wir auch da das eine oder andere dann nochmal mitnehmen können. So, und falls du es noch nicht weißt, das hier ist ein, genau, Kakaobaum. Und wie bekommt man einen Kakaobaum? Also kaufen ist schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil wo kriegt man Kakaobaum zu kaufen? Das wüsste ich jetzt selber gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Samen, ja, auch Samen ziehen, das ist eine richtig coole Sache. Aber bitte keine getrockneten Samen, das funktioniert nicht. Die Samen müssen ganz frisch aus der Frucht sein. Ne? Also ich würde auch keine Samen irgendwo kaufen, die wo frisch angeboten werden oder so, weil du weißt gar nicht, wie frisch die sind. Ding da eine Möglichkeit. Deswegen am besten wirklich eine Kakaoschote kaufen. Ja, wo bekommt man eine Kakaoschote? Ja, da gibt es im Internet einige Anbieter. Aber auch eine frische Schote, wohlgemerkt, keine getrocknete Schote. Ne? Ja, ist so. Es werden auch getrocknete Schoten angeboten. Also da solltest du schon vorsichtig sein. Ne? Also es gibt aber, ja, wie gesagt, Internetseiten oder Firmen, die frische, exotische Früchte verkaufen. Und da kriegt man ab und zu, wohlgemerkt, weil Kakaoschoten, die gibt es auch nicht kontinuierlich, sondern die reifen auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, diese Schoten. Da muss man sich einfach mal informieren und gegebenenfalls dann mal zugreifen, wenn man denn mal einen Kakaobaum haben möchte. Vielleicht kommt ja irgendein Internetanbieter, Pflanzenanbieter, der sich vielleicht so ein bisschen spezialisiert auf tropische Pflanzen. Ja, wobei meistens Zimmerpflanzen oder viele sind auch tropische Pflanzen. Ja, du weißt Bescheid, ne? Kakaobaum ist noch nicht ganz so einfach, aber vielleicht wird es ja irgendwann. Okay.